Meine Damen und Herren, liebe Europafreunde, nach 25-jähriger Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament geht am 2. Juli 2019 die Mandatszeit zu Ende. Es waren 25 gute und erfolgreiche Jahre, in denen ich die Chance hatte, Europa mitgestalten zu können. Als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung seit 1994 und seit 1999 im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. In diesen Jahrzehnten sind wichtige politische Entscheidungen getroffen worden, die das Bild Europas und die Stellung Europas in der Welt erheblich gestärkt haben. Dabei möchte ich hervorheben die Einführung des Euros in den 90er Jahren, die Osterweiterung danach, nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs, die Überwindung der Finanzmarktkrise und die neuen Herausforderungen, die sich jetzt stellen im Spiel der Großmächte zwischen China und den USA, die ein leistungsfähiges und handlungsfähiges Europa erfordern. Als Abgeordneter im Europäischen Parlament habe ich versucht, in dieser Zeit die Interessen meiner Heimatregion in Rheinland-Pfalz zu vertreten und dabei bei allen politischen Entscheidungen, bei allen Gesetzgebungsvorhaben immer die Forderungen der ländlichen Regionen mit zu berücksichtigen. Das war nicht immer ganz einfach, aber insgesamt können wir heute sagen, Europa hat sich positiv entwickelt und es war eine ungeheure Chance für mich persönlich, daran mitwirken zu können. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen Unterstützern, bei allen Wählern, bei allen denen, mit denen ich Kontakt hatte in den letzten 25 Jahren. Und ich hoffe, dass auch meine Nachfolger im Europäischen Parlament diese interessante Arbeit mit Engagement und Durchsetzungskraft wahrnehmen können. Ich hatte die Chance, Vorsitzender der CDU-CSU, Abgeordneter im Europaparlament zu sein. Ich war 10 Jahre Vorsitzender der ASEAN-Delegation im Europäischen Parlament und zuletzt Vorsitzender des Untersuchungsausschusses zu den Panama-Papieren, bei denen es um Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und internationale Steuerregeln gegangen ist. Ich möchte mich sehr herzlich nicht nur bei allen Mitwirkenden bedanken, sondern möchte auch am Schluss meiner Mandatszeit Ihnen allen eine gute und sichere Zukunft wünschen. Europa ist wichtiger denn je. Gegründet nach den Wirren der beiden großen Weltkriege, hat Europa Deutschland wieder in den Reigen der Mitgliedstaaten voll aufgenommen und dazu beigetragen, dass Wohlstand, Sicherheit und soziale Gerechtigkeit möglich wurden. Gäbe es heute Europa nicht, und das ist mein Appell an die Jugend, müsste man es in Zeiten der Globalisierung und der internationalen Herausforderungen, der Klimapolitik, in der Armutsbekämpfung, in der Bereitstellung von sicheren Lebensmitteln, in der Abrüstung, im Kampf gegen den Terrorismus, in den Ansprüchen der großen Länder dieser Erde neu erfinden. Deshalb, Europa ist hochaktuell und ich habe die Bitte an Sie, dass Sie mit dazu beitragen, dieses Europa in den Köpfen und Herzen der Jugend lebendig zu halten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.